Okay, wir wollen nicht zum Mond. Weil wenn wir das jetzt als Ziel angeben würden, dann würde er uns einen direkten Kurs geben und keinen Abfangkurs. Wir könnten jetzt mit Manövern arbeiten. Das wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt. Das wäre wahrscheinlich auch sehr praktisch. Aber ich will erstmal lernen, wie das so geht. Ich nehme jetzt die ich habe mir kurz überlegt, die Sonne als Ziel zu nehmen. Und dann im richtigen Zeitpunkt hier den Schwung auszunutzen und in Richtung Sonne zu springen, während der Mond dann quasi sich uns in den Weg stellt und wir dann von seiner Anziehungskraft eingefangen werden. Das klingt komisch. Wir könnten auch einfach den Orbit um Kerbin immer weiter erhöhen und dann einfach irgendwann ihn hier einholen. Was müssten wir machen, um den Orbit zu erhöhen? Wir müssten einfach nur irgendwo parallel Schub geben, richtig? Aber das müssten wir durchgehend machen. Ich guck mal ganz kurz. Ich gebe einfach jetzt hier Schub. So, Periapsis erhöht sich. Apoapsis erhöht sich. So, Schub runter. Jetzt würden wir einmal kurz rumfliegen. Kurz ist gut. Warp Faktor 100. So. Dann würden wir da wieder Schub geben. Nachdem wir uns neu orientiert haben. So, runter, 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 runter. So, du bist der Falsche. Wir wollen zu dem anderen. Zu dem da. Yikes. So. Ja, nochmal kurz warten. So. Und jetzt Schub geben, richtig? Müsste der wieder steigen. Ja, er braucht nur tierisch viel Sprit und ist tierisch viel Micromanagement. Ich denke nicht, dass wir so zum Mond kommen werden. Wenn wir jetzt den Mond als Ziel nehmen, würden wir nach da brennen wollen. Dadurch müssten wir die Umlaufbahn ja auch größer bekommen. Und irgendwann uns quasi von dem Planeten losreißen können. Ich weiß nur nicht, ab wann das ist. Ja, na gut, diese Rakete ist eh primär zum Testen. Ich wähle jetzt mal den Mond als Ziel aus. Oh. Was bist du jetzt? Bist du jetzt der Punkt, wo der Mond sein wird? Oder bist du einfach nur eine Orientierungshilfe? Ach du. Orbit Surface Target. Target wäre hier. Wo gucken wir gerade hin? Wenn wir nicht zum Mond gucken. Da ist der Mond. Ziel wäre. Ja, hält direkt auf Mondkurs. Das wird nicht funktionieren, oder? Außer die Drehung des Planeten ist so schnell wie die Drehung von Mond um den Planeten. Wenn das Sinn macht. Okay. Halt jetzt einfach mal Kurs auf den Mond und guck, was passiert. Wird größer. Wird größer. Wird größer. Größer. Wird sehr viel größer. Hält sich. Ich hoffe ja, dass wir jetzt irgendwann einen Punkt erreichen werden, wo wir von der Anziehungskraft von Kerbin kaum noch was mitbekommen. Stopp, Schub runter. Es macht jetzt mehr Sinn zu warten, bis wir bei der Apoapsis sind, bevor wir Schub geben, richtig?
weil da die Anziehungskraft geringer ist. Ja. Okay. Husch. So, Haken ist jetzt, wenn wir jetzt Richtung Mund beschleunigen, arbeiten wir gegen unsere momentane Umlaufbahn. Richtig. Gucken wir ganz kurz. Das müsste eigentlich direkt zum Mund zeigen. Jo, da ist der Mund. Da ist Kerbin. Und unsere gegensätzliche Umlaufbahn. Achso, müssen wir wieder auf Orbit umschalten. Genau, da oben war es. Das heißt, wenn wir jetzt Richtung Mond fliegen würden, würden wir unsere Umlaufbahn verringern und wieder Richtung Kerbin fallen. Das ist nicht, was wir wollen. Orbit. Wir wollen jetzt unseren Orbit vergrößern. Da ist das X, ne? Mist. Oder nee, da ist kein X. Gott verdammt, ist das klein. Entschuldigung. So. Ja, da ist kein X drin. So. Das heißt, jetzt erhöhen wir die Periapsis, wenn wir Schub geben. Jo, und zwar ziemlich flott. Okay. Zoom, 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 zoom. Näher an die Apoapsis. Runter, runter, runter. Schub. Das war mal richtig Schub. Okay. Time Warp. Wo? Das war knapp. Erstmal wieder zurück zu... Genau, dahin. Each. Schub. Das ist ziemlich viel Friemelarbeit. Aber ich denke, so würden wir mit der Zeit dahin kommen. Ich weiß nicht, ob das effektiv dieser Weg ist. Ich bezweifle es sogar stark. Aber es könnte so klappen. Ich denke jedoch... Warum kann ich nicht mehr kontrollieren? Electric Charge ist doch Maximum. 105, 105. Och nö, nenne ich schon wieder. Wir haben keinen Strom. Warum haben wir keinen Strom? Ich bin noch... Ist die Batterie nicht angeschlossen? Das finde ich jetzt sehr doof. Ja, ich habe keine Kontrolle mehr. Ich kann SRS nicht mehr ausschalten. Wo ist unser Core? Da. State Operational. Probodobodine QBE. Fünf von fünf. Keine Kontrolle mehr. Kein Schub, kein gar nichts. Kann ich manuell irgendwas machen? Hat das Ding vielleicht eine Lebensdauer? Das wäre albern. Status, direktes Sonnenlicht. Energy Flow 0,51. Das ist alles soweit okay. Was zur Hölle willst du von mir? Wir waren jetzt nicht wirklich nah dran. Wir haben auch ein bisschen was dazugelernt, aber... Meh. Langsam mag ich die Satelliten nicht mehr. Kann ich hier noch irgendwo irgendwas machen? Brakes, Gears, Lights. Wir haben keine Lights. Electric Charge. Das heißt die Null dahinter. 100 von 100, 5 von 5. Müssen wir vielleicht doch Kabel legen? Ich mach mal ganz kurz eine Weile Zoom. Vielleicht kommen wir dann ja irgendwie wieder in anderes Licht oder sowas.
Zwischendurch versuche ich immer wieder Schub zu geben. Nö. Da macht er nichts mehr. Oh, das war viel zu schnell. So. Okay, wir haben anscheinend einen neuen Satelliten. Können wir das wenigstens noch abdocken hier? Nö. Aber wir können Leertaste drücken, oder? Nee, können wir auch nicht. Ja, da weiß ich jetzt echt nicht, was passiert ist. Also letztes Mal ist das hier auf Null gefallen, ohne dass ich das gemerkt habe. Und deswegen haben wir die Kontrolle verloren. Dieses Mal kein Plan. Das heißt, wir werden gleich nochmal starten. Und dieses Mal die Solarpanels einfach ausfahren. Auch wenn es albern aussieht beim Fliegen. Ja, fällt mir jetzt nichts anderes zu ein. Das heißt, das Ding lassen wir jetzt einfach mal hier so rumgurken. Schub ist runter. Warp-Faktor auch runter. Escape. Und zurück zum Space Center.